Hallo und herzlich willkommen beim Hunderudel. Ich bin's wieder, euer Onion Dog. Kennt ihr diese ganzen Menschen, die immer wieder das baldige Ende der ganzen Welt prophezeien? Nostradamus zum Beispiel. Ich sage voraus, dass die Welt untergehen wird. Möglicherweise. Vielleicht. Irgendwann. Oder die Zeugen Jehovas. Ja moin, ich bin's, ein Priester. Oder keine Ahnung, wie das bei den Zeugen Jehovas genau heißt. Jedenfalls, ich wollte euch nur kurz sagen, ihr sterbt bald alle. Okay, tschüss. Oder diesem Wauzi, der irgendeine Kappe von mir einfach rückwärts trägt. Hey. Ich hab doch gar nicht das Ende der Welt vorhergesehen. Ach, halt mal die Klappe. Hilfe! Jedenfalls habe ich immer geglaubt, dass das alles Blödsinn ist und dass die Welt bestimmt nicht so schnell untergehen wird. Doch dann habe ich gestern eine Studie gesehen. Und dabei ging es um die am häufigsten besuchten Webseiten in ganz Deutschland. Und auf dem ersten Platz war gutefrage.net. Und seitdem bin ich mir völlig sicher, wir sind alle verloren. Doch dann habe ich mir gedacht, dann ist ja sowieso alles egal. Und du machst einfach noch eine Folge von gutefrage.net. Die dümmste Seite im Internet. Die erste dumme Frage, die ich heute mitgebracht habe, ist wie üblich besonders bescheuert und lautet: Melone in der Nase? Was jetzt? Hallo, ich habe Melone gegessen und musste stark lachen. Dabei habe ich es geschafft, Melone aus dem Mund nach oben in die Nasenhöhlen zu ziehen. Beim Schneuzen hatte ich dann einen Großteil der Melone wieder draußen, aber wenn ich jetzt ausatme, dann pfeift es aus meinem linken Nasenloch. Was soll ich machen? Ich kann nicht schlafen. Erstmal frage ich mich, warum man beim Melone essen so lachen muss. Außer es war eine wirklich, wirklich, wirklich lustige Melone. Aber ansonsten ist das eigentlich kein so besonders schlimmes Problem. Denn es gibt da eine gute Lösung, die ich so ziemlich jedem Fragesteller auf der Seite empfehlen würde. Einfach nicht mehr atmen. Denn ohne Atmen kommen keine schlechten Pestizide mehr in die Lunge. Man stellt sich nicht mehr dauernd die Frage, welche komischen Sachen man noch irgendwo in seine Körperöffnung reinstecken könnte. Und man fällt seiner Umgebung nicht mehr zur Last. Also zumindest bis man weggeräumt werden muss. Aber irgendwas ist ja immer. Okay. Die nächste Frage lautet: Wieso können Hunde nicht reden? Ich schaue meinen Hund an, er schaut mich an, habe Lust auf eine Unterhaltung mit der kleinen Chihuahua-Dame. Na, leider bekomme ich keine Antwort. Wieso können Hunde nicht sprechen? Wenigstens ein Ja oder ein Nein. Smiley, der so aussieht, als hätte er statt Augen hängende Brüste. Sie bleibt stumm, leider. Wir können uns nur austauschen. Wieso ist es so schwer? Möchte nur mit ihr sprechen. Das ist sogar mal eine Frage, die ich wirklich gut nachvollziehen kann. Denn auch ich würde total gerne mal mit meinen Hunden sprechen können. Oh, das ist aber schön. Ich wollte ihr erzählen, dass ich in der Hundeschule gemobbt werde und... Ach, halt mal die Klappe. Andererseits jedoch bin ich mir ziemlich sicher, was Hunde uns wahrscheinlich die meiste Zeit so sagen wollen würden. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich gut wäre. Herrchen, los, lass uns doch mal Gassi gehen. Frauchen, streichel mich doch mal. Wurst, Wurst, Wurst. Bist du das dann auch? Wurst, Wurst, Wurst. Bist du das dann auch? Wurst, Wurst, Wurst. Bist du das dann auch? Wurst, Wurst. Bist du das dann auch? Wurst, Wurst, Wurst. Bist du das dann auch? Okay. Auf zur nächsten Frage, die da lautet: Mit Schildkröten Shisha-Bar. Ich würde gerne Schildkröten in eine Shisha-Bar mitnehmen. Wäre das schädlich für die Tiere? Ich stelle jetzt mal nicht die offensichtliche Frage, wie zum Teufel du überhaupt auf diese Idee kommst, weil die Antwort wahrscheinlich irgendwas mit Sex, Gewalt oder mit Gewaltsex zu tun hat, sondern versuche sie dir mal möglichst ehrlich zu beantworten. Ich würde dir davon abraten. Nicht nur, weil Schildkröten ja ohnehin schon etwas für ihre gechillte Art bekannt sind, deswegen also wahrscheinlich kein großes Interesse daran haben, auch mal an der Shisha zu ziehen, sondern eher, weil dann wahrscheinlich auch noch andere Leute ihre Haustiere mitbringen wollen. Und wie jeder weiß, sind ja in Deutschland die häufigsten Haustiere Krokodile, dicht gefolgt von blutsaugenden Schmetterlingen, Säbelzahnzebras und Quallen. Das alles zusammen in einer Shisha-Bar? Keine gute Vorstellung. Die nächste dumme Frage lautet: Vegane Hack-Dildo für meine Freundin? Rezept. Bitte nicht lachen, die Frage ist ernst gemeint. Meine neue Freundin offenbarte mir kürzlich, dass sie einen Hackfleischfetisch hat und wünscht sich gerne einen Dido aus Hack. Ich habe erst gelacht, doch als mir im Laufe des Gesprächs immer bewusster wurde, dass ihre Bitte ernst gemeint war, musste ich schlucken. Ich hoffe an dieser Stelle mal sehr, dass es nicht war, weil du einen veganen Hack-Dildo im Mund hattest. Ich selbst bin Veganer und kann diesen Fetisch nicht so wirklich nachvollziehen. Doch wir konnten uns darauf einigen, dass ich auch mit veganen
von Alternativen arbeiten kann, weil ich den Dido im Spiel ja auch anfassen muss. Bist du eigentlich zu dumm, Dildo zu schreiben? Oder klemmt das L an deiner Tastatur? Normales Hack härtet ja im Ofen aus. Gibt es denn eine Möglichkeit, auch veganes Hack zu machen, das ebenfalls aushärtet? Ich hoffe, der eine oder andere kann sich an dieser Stelle ein Schmunzeln verkneifen und mir helfen. Ja, natürlich kann ich dir dabei helfen. Dazu habe ich einfach mal wieder auf meiner Lieblingsseite chefkoch.de. nachgesehen. Wer mein Video dazu übrigens noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal ansehen. Und auch gleich das Passende für dich gefunden. Dazu brauchst du 500 Gramm Nudeln, Salzwasser, einen Esslöffel Butter und ein Glas Apfelmus. Wenn das Ganze fertig ist, sieht es so aus. Das hat zwar überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn deine Freundin dieses Bild sieht, hat sie definitiv keine Lust mehr auf Sex. Und die letzte Frage für heute ist etwas ernsthafter und lautet: Wie geht man mit Angst vor dem Tod um? Ein Freund hat unglaubliche Angst vor dem Tod. Inzwischen hat er absolute Panik vor dem Sterben, obwohl er kerngesund ist. Wie geht man am besten damit um? Wie kann ich ihm helfen? Lieber Fragesteller, dieses Problem kenne ich aus eigener Erfahrung und wahrscheinlich auch viele von euch. Doch da gibt es ein wirklich einfaches Hilfsmittel. Leg deinem Freund einfach freundschaftlich den Arm um die Schultern, sieh ihm tief in die Augen und sag ihm einfach die Wahrheit. Erkläre ihm, dass das Sterben ein ganz natürlicher Vorgang ist und dass wir danach einfach wieder in die unendliche Nicht-Existenz eingehen, in der wir auch vor unserer Geburt schon waren. Das wird ihm zwar wahrscheinlich überhaupt nicht helfen, aber wenigstens könnt ihr dann zusammen Angst haben. Viel Spaß! Gut, das war's denn für heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Song gefallen. Ihr teilt das Video mindestens 4762 Mal, weil ich euch sonst leider alle mit Apfelmus bestreichen und essen werde. Und wir sehen uns bald wieder. Das war's erstmal. Euer